Jetzt gibt's hier wieder Week of IT. Diese Woche mit einem Special zur ISE, die ihre Türen in Barcelona öffnete. Viel Spaß! Das ist Week of IT, yeah, Week of IT, yeah. Die Integrated Systems Europe, oder kurz ISE, ist die Ausstellung für audiovisuelle Lösungen. Aufgrund ihrer Größe fand sie nun zum zweiten Jahr in Folge in Barcelona statt. Tech-Giganten wie etwa Microsoft präsentieren dort ihre neuesten Lösungen und Features. Audiovisuelle Lösungsanbieter präsentieren dort neueste Hardware, so wie zum Beispiel Yealink, der Hersteller mit dem breitesten Sortiment an Lösungen für Meetingräume. Größter Konkurrent der Chinesen ist wahrscheinlich der Schweizer Hersteller Logitech. Überzeugt haben aber vor allem die Display-Hersteller und hier allen voran die Koreaner von LG. Sie haben unter anderem eine Folie präsentiert, welche mit LEDs versehen ist, die man zuschneiden kann, flexibel und auf Glas anbringen kann. Damit kann man dann Glasfronten von Gebäuden verzieren zum Beispiel. Oder noch ganz viele andere Dinge machen, wie hier im Beispiel im See. Zudem wurden durchsichtige Screens präsentiert, unter anderem für den Anwendungsfall in Hotels. Ich muss sagen, LG hat da schon am meisten Innovationen gezeigt. Wie etwa LEDs ums Eck. Sony hat wie immer mit seiner Bravia-Technologie überzeugt, unter anderem für Digital Signage. Im Bereich Video Walls muss sich Sony messen mit anderen Größen wie LG und Samsung. Der Markt bleibt weiterhin stark umkämpft und die Lösungen überbieten sich an Klarheit, Farbbrillanz und Größenverhältnissen. Leider muss ich auch noch eine persönliche Note anbringen, weil mich nämlich der koreanische Hersteller Samsung ziemlich enttäuscht hat. Wir durften zwar hinter die Kulissen schauen, aber dem breiten Publikum blieb das leider verwehrt, weil Samsung dieses Jahr entschieden hat, seine neuesten Produkte hinter dicken, fetten, schwarzen Wänden zu verstecken und dass man eben, wie gesagt, nur auf Einladung dahinter kam. Leider darf ich keine Fotos zeigen, weil in der ganzen Area Fotoverbot war. Das war schon ziemlich weg. Wahrscheinlich ein Versuch von Samsung, ein bisschen so die Apple Lust zu schüren, ging aber meiner Meinung nach hinten los. Dafür war die Party awesome. An dieser Stelle Dankeschön Microsoft und Yealink. Es war wirklich ein wunderschönes Ambiente. Das war's vom Week of IT Special von der ISE 2023. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich freue mich. Gute Woche. Bis nächste Woche.